Hallo zusammen, heute gucken wir uns mal gemeinsam das Marktrestaurant an auf der AIDA Mar. Das Marktrestaurant gibt es ja auf jeder AIDA, wobei das Konzept ein bisschen anders ist auf den größeren AIDAs im Vergleich zur Cara, Aura oder Vita. Da gibt es nämlich immer wechselnde Themenabende und auf den größeren AIDAs, da ist das Konzept mehr oder weniger jeden Abend identisch, wobei das Essen natürlich unterschiedlich ist. Wir gehen schon mal so ein bisschen durch und ihr seht schon, das ist so ein bisschen, ja, verschachtelt angelegt, was übrigens ganz schön ist, kann man nicht anders sagen. So, da geht man dann einmal rum, da gibt es Desserts, da holt man sich die Getränke ab und da gibt es Fisch, da gibt es Fleisch, da gibt es kalte Sachen, da gibt es warme Sachen. Und das Ganze ist halt, deswegen heißt es Marktrestaurant, wirklich im Stil eines Wochenmarktes gestaltet, wie man jetzt schon sieht. Und gegessen wird übrigens in zwei Tischzeiten, das ist auch noch wichtig im Marktrestaurant, also zwei verschiedene Zeiten gibt es da, ja. Und das sieht wirklich richtig, richtig lecker aus. Wer zum Beispiel Pasteten mag, die gibt es eigentlich jeden Abend in ganz unterschiedlicher Form. Guck mal, das ist sehr konservativ vom Essen her. Also wir sehen Kartoffelsalat, kalte Pizza, das, was also Deutsche gerne mögen. Und dazu Putenbrust, das sind also Vorspeisen. Und ich denke mal, dass das so ein bisschen konservativ ist. Deswegen ist es eigentlich auch so beliebt, das Marktrestaurant. Ja, Vollkornbrot gibt es natürlich auch. Und das ist schon mal ein Unterschied zu vielen amerikanischen Schiffen. Käse gibt es und wir haben gesagt, konservativ, ja, natürlich gibt es da auch Gouda, aber Nebeneffekt, der ist natürlich auch für die Reederei relativ günstig zu haben. Aber es gibt auch Gorgonzola oder anderen Weichkäse. Das hier war sehr lecker. Kalbsgeschmetzeltes in Salbeirahmen, sonst waren die Gerichte da immer handschriftlich dran geschrieben. Das ist offenbar neuerdings nicht mehr so. Jetzt sind da Schilder dran, aber das sind wirklich schon Details, die wirklich nur wahren AIDA-Fans auffallen. Der Salat ist, so wie er da angerichtet ist, wirklich, sieht extrem lecker aus. Krautsalat, den esse ich, wenn ich auf AIDA bin, fast immer relativ einfallslos, ja. So, und wer es mag, der kann auch noch solche Kerne dazu haben. Suppen gibt es natürlich auch und ja, Fisch natürlich auch, wobei das ein bisschen irreführend ist, ja. Natürlich gibt es da ausschließlich Tiefkühlfisch, der verarbeitet wird im Marktrestaurant auf den AIDAs. Also echte Fische werden dafür nicht zerlegt. Also beziehungsweise ganze frische Fische, wie man jetzt denken könnte. Ja, und das esse ich jeden Tag, wenn ich auf AIDA bin, nämlich Eis, weil ich die Puddingsorten oder so nicht mag. Ja, Tee sehen wir hier, sehr schön angelegt. Was es leider gar nicht gibt, abends Kaffee. Den gibt es zum Frühstück, aber abends leider nicht, da fehlen die Kaffeemaschinen. So, hier sitzt man dann, auf dem Tisch finden wir immer schon Besteck und Gläser. Was es leider nicht gibt in allen Marktrestaurants auf den AIDA, sind Außenbereiche, aber hier drin hat man zumindest einen ganz guten Blick nach draußen.